Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von VVV. Ich gucke gerade, ob hier alles passt. Gut aus. Und los geht's. Beim letzten Mal bin ich nach unten, links. Und direkt links unterhalb des Ausgangs des Schiffes, so direkt hier, sehe ich gerade, gibt es noch einiges zu erforschen. Und das mache ich einfach mal. Guck mich hier so ein bisschen um. Also hier war ich schon, aber da unten war ich noch nicht. Mal schauen, was es hier so gibt. Moment, da oben war ich. Das ist langweilig. Moment, genau, da muss ich hin. Moment, aber hier war ich auch schon. Na gut, egal. Dann kann ich ja bei der Gelegenheit hier weiter forschen. Hier oben war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Moment, bei dem Teleporter war ich schon. Hier war ich noch nicht drin, oder? Nee, hier war ich noch nicht drin. Ja, dann gehe ich doch mal hier rein. Ein Teleporter, okay. Achso, haha, Moment, ein Terminal, hey. Die kann man hier aktivieren. Wir haben unser Bestes gegeben, aber trotzdem werden die Dimensionsstabilisatoren irgendwann aufgeben und diese Dimension kollabieren. Moment, was? Diese Koordinaten sind noch nicht mal in dieser Dimension. Das klingt nicht unbedingt gut. Nicht sehr vertrauenserweckend. War ich hier schon? Sieht so aus, ja. Ja, hier war ich schon. Hier war ich schon. Gut, da war ich auch schon. Eins weiter nach links, bitte. Hier war ich noch nicht. Geh ich nochmal da rein. Okay, auch nur ein Terminal. Persönliches Logbuch. Ich musste den Zugang zu den meisten unserer, oder zum Großteil unserer Forschungseinrichtungen versiegeln. Wer weiß, was passiert, wenn es in die falschen Hände fällt. Ist das Blaue da rechts oben? Okay. Und den Teleporter habe ich auch aktiviert. So, dann kann ich hier noch rum. Hier war ich noch nicht. Also innen drin schon, aber hier außen halt noch nicht. Andererseits sieht es gerade nicht so spannend hier aus. Aber irgendwo, ja, es sieht nicht so spannend aus. Nee, nee. Ich verkack's nur. Da war ich aber jetzt ganz sicher schon drin. Beim letzten Mal nämlich. Aber vorletzten Mal? Ich weiß nicht mehr. Da war ich noch nicht. Aha. Ein ganz dünner, schmaler Eingang, der zu weiteren Rätseln führt, wie ich hoffe. Denn darum geht es ja schließlich. Was ist das denn? Ich schätze, das ist der berühmte Elefant im Raum. Ein Trinket! 10 von 20, hey! 50%? Voll gut. Andererseits geht es halt den ganzen Weg wieder zurück. Finde ich ein bisschen schade, dass es hier keine Rätsel gibt, sondern nur dieses eine Trinket. Ich meine, es ist schön, Trinket zu finden, auf jeden Fall. Ich will ja schließlich alle, außer vielleicht Veni Vidi Vici. Oder Veni Vidi Vici. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß es nicht. Aber, wie komme ich jetzt am schnellsten hier weg? Ich glaube, vom Schiff nach draußen und links habe ich jetzt alles abgegrast, so wie das aussieht. Und was mir jetzt als nächstes zu tun bliebe, wäre beim Schiff nach rechts zu gehen. Weil ich sehe gerade hier drüben auf der Seite, auf der ich bin, nichts mehr, was ich erforschen könnte. Hey, ich habe Enter gedrückt. Hey, ich habe Enter gedrückt. Oder geht es nur, wenn man steht? Es geht nur, wenn man steht. Okay. War ich denn da oben schon? Achso, ja, genau, da war ich schon. Ich gehe direkt zum Schiff. Das dürfte am einfachsten sein. Mal eben einen Blick auf die Trinket-Sammlung werfen. Yay! Wieder ins Meer.
genau, bisher bin ich immer nach links gegangen. Jetzt gehe ich nach rechts. Und ich bin gespannt, was passiert. Die Entdeckung neuer Welten. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Oder so. Keine Ahnung. Was ist das denn? Kann ich da in die Mitte? Nee, kann ich nicht. Schade. Yippie! Immer quer durch. Es geht zwar schneller, wenn man quer durchgeht, aber man braucht halt länger, um am Ende alles aufzudecken. Naja, egal. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie es weitergeht. Oh yeah. Nein! Nein! Yep. Nein! Das ist hoffentlich ein Trinket. Kein Rätsel nur. Nein! Ein Trinket. Ah, immerhin, 11 von 20. Und yay, hier war ein Checkpoint. Das heißt, ich muss von hier aus tatsächlich zurück. Das ist gemein. Oh, sag doch, das ist gemein. Das war blöd. Geschafft. Puh, Glück gehabt. Oder Skill? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Achso, nee. Das war's ja schon. Das hier sieht interessant aus. Ach, das ist das Schiff, ne? Das rote. Zumindest teilweise sieht das Schiff so aus. So, und direkt über mir habe ich noch nicht alles erforscht. Zum Beispiel diesen Gang hier. Hm, der ist aber langweilig. Und was gibt's hier oben? Es gibt hier scheinbar nichts. Ich gehe mal nach links. Hier ist nämlich wieder ein Gang. Okay. Der führt wohin? Zu einer Stachelgruppe. Oder wahlweise. Wenn ich. Ach, ist doch egal. Doch da unten gespeichert. Gibt es zwei Gänge nach oben? Ich nehme mal den linken. Hey, ein Teleporter! Und ein Terminal. Moment. Terminal, sagte ich. Forschungsnotizen. Mit nur einer kleinen Modifikation an den üblichen Parametern. Könnten wir einen unendlichen Tunnel stabilisieren. Interessant. Ein unendlicher Tunnel. Was das wohl zu bedeuten hat? Hm, keine Ahnung. Uah! Das sieht gemein gefährlich aus. Oh, gemein gefährlich aus. Oh, nein. Nein. Was tue ich denn hier? Ah, geht doch. So. Hoffentlich muss ich da nicht wieder zurück, so wie vorhin. Ja, yeah, natürlich muss ich zurück. Immerhin, 12 von 20. Yay! Und ich muss natürlich zurück, weil hier ein Checkpoint war. Meine Güte, meine Güte, wollte ich gerade sagen. Oh, irgendwie ist zurück sogar schwerer als hoch. Als runter. Ach, geschafft. Wow, war das... knapp, ey. So, was haben wir denn jetzt hier unten? Hier unten ist doch diese komische Stachelgrube. Genau, da. Ja, Moment, nein, da muss ich nicht runter. Da war ich schon. Bevor ich da jetzt mal wieder hingehe und es versaue, werde ich hier eine Runde speichern. Dankeschön. Was ich tun wollte, ist das hier. Aha. Ich kann doch bestimmt auch hier runter, oder? Ja, natürlich geht das. Das gibt mir aber nur einen kleinen Einblick in ein anderes Level. Also zurück komme ich hier nicht mehr, so viel ist klar. Das hier ist, glaube ich, ein neues Spielelement. Genau, ein Teleporter. Der mich instantan woanders hin teleportiert. Und da unten geht's weiter. Ich wollte nur außen rumschauen, vor allem rechts, ob da jetzt... das Gelbe von eben ist, was ich gesehen habe. Durch die Wand durch. Mit dem Teleporter. Oder hinter dem Teleporter. Ah, nein. Hier ist es auch nicht.
Meine Güte! Wo führt das denn noch hin? Wo war das denn gerade alles? Ich weiß es gar nicht. Gute Frage, hätte ich mal vorher geguckt. Jetzt bin ich da, was? Moment. Ne, passt schon. Ah, Crew! Zwei Stück fehlen noch, Vermilion und Verdigris. Deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich auch VVVVVV, weil alle sechs Crewmitglieder mit V einen Namen haben. Also weil ihr Name mit V beginnt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, genau, das sind schon echte Abschnitte. Die sehen nur gleich aus. Das ist kein Teleport oder so, das sind wirklich gleiche Abschnitte. Und Teil eines Rätsels, eines Labyrinths. Das zur Verwirrung halt einfach Teile hat, die genau gleich aussehen. Ah, ein Trinket. 13 von 20. Ah, ich gehe da weiterhin horizontal durch. Alles mal erforschen. Okay. Dann habe ich nur noch einen Weg nach unten. Ne, Moment, ich habe zwei Wege nach unten. Den hier. Und den hier vom Trinket aus. Genau. Hey, wie weit geht das denn? Boah, geht das noch tief runter. Dann erforsche ich mal von links nach rechts. Yay! Und wieder runter. So, bei der nächsten Gelegenheit rechts abbiegen. Genau. Ja, Sackgasse. Hier vielleicht? Ja. Ja, das ist der einzige Weg, bei dem es weitergeht. Ich glaube, hier geht's weiter. Dann werfe ich kurz noch einen Blick hier rein. Na, Sackgasse. Okay. Gut. Und das hier sieht aus wie das nächste Rätsel. Genau. Und weil das gerade so schön ist und die Folge schon 12 Minuten geht, sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!